Denn es ist eine Form, mit der der Staat dein Geld einzieht. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über Volkswirtschaft. Bedenken wir auch, dass ein Land noch niemals seine Schulden zurückgezahlt hat. Noch niemals. Es gab kein Land der Welt, das jemals seine Schulden beglichen hat. Und wir wissen, dass Staatsschulden immer weiter steigen. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, hey, wenn die immer weiter steigen und noch niemand jemals die Schulden beglichen hat, wie können denn Staatsschulden überhaupt, wie können wir die überhaupt loswerden? Und dazu schauen wir in die Geschichte. Wie ist das in der Vergangenheit passiert? Und wir sehen, es gab immer nur drei Möglichkeiten. Inflation, Währungsreform oder Krieg. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Es gibt eine Zeit lang immer auch eine vierte Möglichkeit. Das ist nämlich das Wachstum. Nur musst du ja wissen, jedes Wachstum führt ja zu einer noch höheren Verschuldung. Zumindest so wie unser Wachstum aufgebaut ist. Sodass am Ende das Problem nur noch größer ist. Denn je höher die Verschuldung, desto niedriger wird dann automatisch irgendwann die Wachstumsrate. Also es bleiben nur diese drei. Inflation, Währungsreform oder Krieg. Sprechen wir über Inflation. Wir sind bei der Frage, wie werden wir eigentlich unsere Schulden los? Eine Inflation ist das Szenario, in dem wir erst schleichend und dann immer dramatisch schneller den Verfall unseres Geldes erleben. Du kaufst also heute 1 Liter Milch für, sagen wir mal, 1 Euro. Und in 2-3 Monaten musst du für dasselbe Liter Milch dann 5 Euro bezahlen. Dann ist dein Geld faktisch nur noch 20% wert. Du hast 80% verloren. Was ist eigentlich Inflation von ihrem Wesen her? Ganz tief geforscht und nachgeguckt, ist Inflation im Grunde genommen eine Steuer. Eine Steuer. Denn es ist eine Form, mit der der Staat dein Geld einzieht. Oder anders gesagt, er vernichtet es, dadurch ist der Staat mächtiger geworden und reicher, du schwächer und ärmer. Also ist eine Inflation eine Steuer. Konzerne kommen, das müssen wir auch wissen, besser aus der Krise heraus, große Konzerne. Und deswegen befürchten viele vielleicht zu Recht, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht einen neuen Raubtierkapitalismus sehen. Das ist also das Szenario der Inflation, kein schönes Szenario. Und die anderen beiden Szenarien, Währungsunion und Krieg, naja, also Währungsunion würde bedeuten, das Geld ist dann fast gar nichts oder gar nichts mehr wert und über Krieg wollen wir nicht nachdenken. Beim Wachstum ist es irgendwie so, dass du auf einem Tiger reitest. Das ist alles wunderbar, auf dem Tiger zu reiten, ich habe es noch nicht gemacht, aber eins ist mir dann klar, absteigen darfst du nicht. Dann frisst er dich. Was ich sagen will, es könnte durchaus sein, dass das Wachstum uns auf die Füße fällt. Weil wir gerade erleben, wie blöd die Situation ist, wenn wir vom Tiger absteigen. Guck mal, nimm nur mal den Ölpreis. Der Ölpreis ist ja dramatisch gefallen. Von mal so vielleicht $130 das Barrel auf 20, knapp über 20. Die Autos fahren weniger. Die Industrie steht zu großen Teilen still. Wir brauchen kein Öl. Jetzt wird Öl aber nicht nur so gehandelt, dass du es irgendwo kaufst, sondern es gibt Terminmärkte. Und das sieht so aus, da ist ein Unternehmer, der sagt, diese schwankenden Ölpreise, das ist nicht gut für mich. Ich möchte Öl zu einem bestimmten Preis kaufen können. Also geht er zum Terminmarkt und sagt, ich biete für Öl aber dann ein ganzes Jahr und so viel kaufe ich dann auch regelmäßig ab für, sagen wir mal, $65. Und dann einigt man sich. Jemand sagt, okay, ich gebe dir so und so viel Öl für $65. Ja, und ich gebe dir die $65. Prima. So, und jetzt stehen die Bänder still. Und derjenige, der das Öl an den Terminmärkten bestellt hat, der braucht es gar nicht mehr. Der andere sagt, doch, ich habe das Öl aber für dich reserviert, du musst es nehmen. Ja, ich brauche es aber nicht, ich habe keine Kapazität, ich weiß gar nicht, wohin damit, ich kann es nicht mal lagern. Ja, du musst es trotzdem nehmen. Okay, dann, wenn du es behältst, gebe ich dir dafür Geld. Und so weiter. Und dann sagt der, dann verkaufe ich es an jemand anders. Und weil er es jetzt auch nicht endlos lagern kann, sagt er zu einem anderen, wenn du es nimmst, kriegst du noch Geld obendrauf. So, jetzt wäre also eine gute Gelegenheit, Öl zu kaufen. Aber so ein Barrel ist echt viel. Also das müsstest du auch irgendwo lagern können. Aber ich denke, du verstehst, wo das Problem ist.
Die Ketten unserer Wirtschaft sind viel komplexer und komplizierter. Und da haben wir noch gar nicht vom Globalismus gesprochen. Von den Handelsketten, die international sind. Viel komplizierter, als die meisten Menschen sich das vorstellen können. Jetzt machen wir es mal ganz banal. Gehen wir mal in so ein Beispiel des täglichen Lebens. Stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn, von dem du weißt, dass der komplett pleite ist. So, und der fragt jetzt, ob du ihm Geld leihst. Dann weißt du, wenn du dem Geld geben würdest, würdest du niemals auch nur einen Cent zurückbekommen. Also der hat sich den Ruf erarbeitet, der ist ein Chaot, der kann es einfach nicht, der verschuldet sich überall und immer weiter. Du weißt, du würdest nie was zurückbekommen. Ja, nicht, weil der das nicht will. Ist ein lieber Mensch, ganz herrlicher Mensch. Aber der kann es einfach nicht. Der kann nicht mit Geld umgehen. Und der ist so brutal verschuldet, dass du weißt, der kommt da niemals raus. Würdest du dem Geld leihen? Also wenn du ihn wirklich magst, dann würdest du ihm Geld geben, aber schenken, wenn du es erübrigen kannst. Aber leihen nicht, denn das wird nur zu Konflikten führen. Du willst dann, dass es zurückkommt. Er weiß, ich muss zurückbezahlen. Man redet nicht mehr miteinander. Gibt es in vielen Nachbarschaften so ein Problem? Das würde also nur zu einem Konflikt führen. Jetzt frage ich dich, warum machen wir das dann innerhalb der Eurozone? Warum sprechen wir über Transferunion, über Eurobonds? Und natürlich wird jetzt in der Krise von den Ländern Südeuropas gefordert, Deutschland muss jetzt helfen. Manche machen so und andere machen so. Diese Nazis, die haben uns immer schon und so weiter. Das ist, sagen Sie, doch der Sinn einer Union. Man muss doch helfen, das kann ich alles verstehen. Aber eine Nachbarschaft hat auch einen Sinn und der ist nicht, dass du jemandem ständig Geld gibst, der es nicht wird zurückzahlen können. Stell dir mal Folgendes vor, Griechenland kann sich aktuell günstiger verschulden als die USA. Griechenland günstiger als die USA. Und natürlich tun die Griechen das dann auch. Wer will sie denn verdenken? Und dann haben natürlich die Länder Südeuropas gar keinen Anreiz, aus eigener Kraft Reformen durchzubringen. Denn auch mit ganz schlechter Bonität können sie heute für ganz geringe Zinsen Unmengen an Geld leihen. Nochmal, wir sehen gerade mit MMT ein unfassbares Geldexperiment, mit dem die Notenbanken versuchen, die Mathematik zu überlisten. Ob das gut gehen kann? Weißt du, es wird uns vorgegaukelt, dass wenn alles sehr, sehr groß ist, die ganze Welt, ganz Europa, da kann nichts passieren. Ich habe immer gesehen, das, was für den Einzelnen gilt, gilt auch für viele. Und wenn es für den Einzelnen nicht gut ist, für den Einzelnen sich hoffnungslos zu überschulden, dann ist es für fünf nicht gut. Und auch nicht für 50 und auch nicht für 500 Millionen. Das ist für viele nicht besser als für den einen und auch nicht für ein ganzes Land und auch nicht für die ganze große Europäische Union.